Na egal, guck mal. Na, voll die kleinen Füße hat er. Stimmt, ist mir gar nicht aufgefallen. Dass den Hammer, der am Anfang in der Schmiede lag, den hat er jetzt mitgenommen. Nein! Oder was auch immer. Bäh. Ah, ist auch dumm, die sind schwächer als ihre eigenen Kreationen. Was soll denn das, ne? Was soll denn das? Also, naja, anscheinend. Erschaffer Knochen. Tut das weh? Also lang wird er nicht mehr aushalten, ne? Also der sieht schon ziemlich fertig aus. Aber okay. Voll krasser Move. Toll, dann sperrt er uns jetzt erstmal hier ein. Ich kann ihm nicht helfen, Reiter. Tu dein Schlimmstes. Oh ja. Das tun wir dann erstmal. So, und das ist jetzt nämlich voll nervig. Oh, sag bloß, ich muss da extra zielen. Denn natürlich müssen wir jetzt da auf dem Hammer da die komischen Dinger kaputt schießen. Zumindest würde ich das mal ganz stark behaupten. Ach, sag bloß, der hat mich jetzt hier zertrampelt. Das ist doch jetzt nicht dein Ernst. Das kann doch nicht dein Ernst sein, Junge. Dann reiten wir mal ein bisschen weg und gucken, dass der vielleicht mal... Weil so komme ich ja nicht ran, ne? Na los, greif an. Ich kann ja nur kontern, quasi. Ach, jetzt hat er mich trotzdem erwischt. Das ist doch kacke. Wie gesagt, der Kampf war... Ah, verdammt. Der Kampf war nervig. Ich brauche jetzt schon einen Lebenstrank, weil er mich einmal getroffen hat. Ist ja klar, dass er ein bisschen Damage macht, aber... Ah, ich mag den Kampf nicht. Ich mag so eine Kämpfe einfach nicht. Huch. Ja, was brüllt der denn rum, ne? Vor allem schlimm ist, ich sehe, den kann ich gar nicht so gut einsehen hier. Ich glaube, ich werde mal ohne Anvisieren machen. So, jetzt hau endlich mal. Arsch. Oh, er hat mich erwischt, im Ernst. So. Ja, ich will auch in den Zielmodus wechseln. Ich weiß doch, was ich machen muss. Aber ich brauche dafür erstmal diesen da. Ich hätte mich zumindest wundern, wenn ich das von hier aus gut treffen könnte. Ah, jetzt muss ich erstmal normal die Waffe ausrüsten. Also die Knarre, was ich eigentlich gar nicht wollte. Schnell weg, schnell weg. Oh, warum erwischt er mich denn immer? Das ist doch unglaublich. So, Zielmodus. Geht doch endlich. Ah, meine Güte. So. Jetzt muss ich nämlich das andere Gerät ausrüsten. Wie man sieht. Wo muss ich hin? Hier hin? Ja. Wo war das? Hä? Bin ich jetzt blöd? Ja, anscheinend. Boah, das wäre jetzt so ärgerlich, wenn ich... Hä? Wo ist das denn? Mann, bin ich blind. Ich weiß echt gerade nicht, wo. So. Das heißt, na toll. Jetzt muss ich so erstmal wieder diesen hier machen. Und ausweichen. Oh. Ah, er erwischt mich immer. Hallo, du sollst... Nein, du sollst hier die Knarre ausrüsten. Oh, ich hasse diesen Kampf, aber der ist so nervig. Auch wenn die Musik ganz cool ist. Da muss ich ja zugeben. Aber der Kampf ist einfach... Na, ich mag den einfach nicht. Schnell, 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 schnell. Oh, guck mal, er hat mich diesmal nicht erwischt. Yeah! Oh, sogar aus Versehen mystischen Stein getroffen. So, da muss ich hin. Oh, weißt du, da bin ich voll in die falsche Richtung gelaufen gewesen. Aber okay. So. Und jetzt hier draufhauen. Das ist auch so schön, weil wir mussten extra diese... Wow. Diese drei Steine da sammeln. Und dann müssen wir die wieder kaputt machen. Das ist... Ha. Immer so schön kontraproduktiv alles. Schnell weg, schnell. Kacke. Schnell Lebenstrank. Hallo, ich hab doch... Ah, ich mag den Kampf nicht.
wie man vielleicht jetzt langsam gemerkt haben könnte. Vor allem bin ich fast tot. Und ich muss ja alle drei Steine kaputt machen. Ist ja logisch. Ist ja logisch. So, jetzt hau endlich mal. Schnell weg, schnell. Ach, Arschloch. Sagt man nicht, sorry. Aber das ist doch Kacke. Ach, weißt du was? Ich schieße jetzt einfach so auf den Pö. Dahin, dahin. Oh, geil. Oh, endlich mal getroffen. So, jetzt schnell dahin reiten. Also, umdrehen, so. Schnell dahin. Zähl runter da. Da, siehst du, das ist so nervig. Deshalb wollte ich halt gerne die Knarre nur vom Pferd aus betätigen. Ah, endlich. Das erste Ding ist kaputt. Das heißt, er hat jetzt nur noch einen Arm. Oh. Kampf, oder? Nein! Oh! Was machst du? Nein! Alter, was machst du denn da? Soll ich auf V statt auf C? Oh. Oh, oh, oh. Das ist... Oh ja. Ich erinnere mich. Schon wieder fast tot. Oh, und am Arsch kann auch für ein Pferd ein Kühlchen machen. Arsch für ein Pferd, genau. So, jetzt schießt er dann nämlich immer seine Kackdinger da rum. Oh, hallo. Nur weil das Pferd nicht mehr gesprintet ist, so eine Kacke. Aber egal. Hallo. Habe ich ihn erwischt? Ich glaube, ich habe ihn erwischt. Geil. Immerhin das. So, das heißt, ab zum nächsten. Oh nein, verdammt. Jetzt wollte ich zu viel. Aber jetzt bin ich angekommen. Natürlich muss ich auch wieder da zweimal treffen. Oh, das ist so nervig. So, jetzt schießt dein Kackding dahin. Ah. Boah, Kampf. Aber vor allem, was er für Beine hat. Ich komme mal gar nicht drauf klar. Wie man vielleicht merkt. Oh, oh, schnell weg, schnell weg. So, jetzt komm her hier. So schnell hinter dem Verstecken. Also noch schneller. Sehr schön, getroffen. Oh, bin ich ja schon mal froh. Oh, meine Güte, so. Und jetzt haben wir den zweiten Stein kaputt. Natürlich machen wir auch den auf seinem Kopf zum Schluss kaputt, wie das immer so ist. Aber guck mal, jetzt hat er schon mal keine Arme mehr. Da bin ich ja schon mal recht froh drüber. Das heißt, jetzt kann er noch auf uns rumstampfen oder sowas. Oder ich weiß nicht. Oder ich mache ihn einfach so kaputt. Das könnte natürlich auch sein. Oh, jetzt fliegt bestimmt der scheiß Kopf dann noch rum. Das kennen wir ja schon von den kleineren Köpfen, die da rumfliegen. Ah, ist das nervig. Ich bin froh, wenn ich den Typen fertig habe. Oh ne, jetzt kann ich sie nochmal komplett wieder fällen. Nein, gut, 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 gut. Gut, jetzt muss ich. Vielleicht muss ich was klicken, das könnte sein. Aber das meiste ist ja eher so Zwischensequenz hier. Okay, ich muss nichts klicken. Und da nimmt dann auf einmal die Übergestalten das kaputt zu machen, aber sehr schön. Wunderprächtig. Das haben wir hergestellt und dann wieder kaputt gemacht, nachdem man ein bisschen ja, was kaputt machen durfte halt. Aber okay. Du hattest keine andere Wahl, als ihn zu vernichten, Reiter. Und doch, wenn der Weg zum Baum des Lebens frei werden muss, habe ich keine andere Wahl, als ihn zurückzuholen. Wie oft soll ich ihn denn noch umbringen? Gute Frage. Der Wächter wird wie neu geboren sein, frei vom Verderben. Jetzt tritt zur Seite,
Das wird etwas mehr Aufwand benötigen. Na dann. Yay. Ich wollte gerade sagen, ich kann den Wächter kaputt haben, dann könnte ich ja auch das Verderben da kaputt machen, weil ich theoretisch stärker bin als er. Oder? Das wirst du nicht überleben. Ich bin der Erschaffer. Diese Aufgabe definiert meinen Sinn und Zweck. So wie das Einsammeln von Seelen deinen definiert. Den können wir nicht entkommen. Ja, schön. Wenn wir das von Anfang an so machen können, ich meine, gut, er hätte sich halt, er wäre halt gestorben, oder? Aber. Ne, hätte man gar nicht so viel Stress gehabt. Aber okay. Dann nehmen wir halt die Seele von dem mit. Begib dich jetzt zum Baumreiter. Deine Reise ist noch lange nicht vorbei. Ja, das ist durchaus möglich. Aber ich will noch nicht zum Baum. Och, jetzt ist er traurig. Traurig, traurig ist das alles. Jawohl. Jetzt werd fertig hier. Ich will jetzt noch ein bisschen die Welt erkunden. Ja, ja. Okay, jetzt haut er noch das Ding da schön kaputt. Sehr schön. Bam. Voll aufs Auge. Oh oh, das sieht aber nicht so schön aus. Jetzt wird er nämlich schon wieder böse. Oh, ich will den ganzen Kampf hier normal machen müssen, was natürlich klar ist. Aber diesmal schafft das wohl. Bam! Wunderprächtig. Oh geil. Ausweichkonter. Wenn Tod einem gegnerischen Angriff besonders geschickt ausweicht, flackert seine Reaper-Gestalt kurzzeitig auf, um einen Gegenangriff zu starten. Geil. Das finde ich top. Das tut mir gefallen. So, was liegt denn da rum? Da liegt alles rum, was ich brauche. Oh, geil. Jetzt habe ich ein Geschenk im Briefkasten. Ich wusste, dass ich irgendwann mal einen kriege. So, den hat es natürlich auch gleich zerhauen, aber... So, jetzt gucken wir mal kurz nach. Was haben wir denn hier... wilde Armklingen. Die sehen gar nicht so schlecht aus, oder? Ich glaube, die setze ich mal ein. So, und ich wollte aber echt zurück. Machen wir erstmal noch diesen hier. Fähigkeitspunkte. Ja, komm, die kann ich jetzt nicht machen. Machen wir das stärker. Machen wir Teleportschlag. Wahrscheinlich gar nicht so schlecht. So, was machen die Ghule hier? Die verursachen Feuerschaden. Ich glaube, das kaufe ich mal jetzt einfach noch. Ich hätte natürlich auch einfach sparen können, aber ja. Komm, dann werde ich die Ghule... Ach, ich wollte echt schnell reisen. Dann können wir die Ghule auch ab und zu mal noch zu was benutzen. Also ab und zu mal benutzen. Yeah. So. Immer so schwierig mit dem Treffen. Aber okay. Na los, lade. So, dann gehen wir jetzt mal zum Briefkasten. Weil ich wusste, dass da irgendwann noch was passiert. Ich habe ja am Anfang schon mal reingeguckt. Ich wusste, dass man irgendwann von Anonym halt da was kriegt. Ich dachte, das wäre halt nur früher gewesen, aber okay. Die Stufe sind jetzt eigentlich eine Stufe 11, ne? Na okay, so, was haben wir hier gekriegt? Geschenk von Anonym. Ach so, das war da, okay. Ich biete diese Einladung an, um bei der Feuerprobe zu bestehen. Ewiger Ruhm erwartet dich, wenn du sie komplett schaffst. Wenn du überlebst, dann such mich auf, um meine Herausforderung anzunehmen. Hinweis, die Feuerprobe ist durch schnelle Reise im Kartenbildschirm zu erreichen. Jawohl, die ist doch schon recht schwierig. Soweit ich das noch weiß. Aber okay, ich habe jetzt das mal nicht durchgelesen, weil nö. Ich könnte jetzt halt die Feuerprobe machen. Ich weiß aber nicht, ob ich das jetzt mache. Ich will erstmal hier da jetzt was holen. Nein. Oh. Das ist mal so kacke zu ziehen halt. So, schnell hin da. Oh. Jetzt können wir dir noch ein bisschen Zeugs holen. So, erstmal will ich da hinten hin. Ja, lade, lade, lade. Von mir aus so. Wunderprächtig und so, aber... Muss ich nochmal gucken, wie ich da überall durchkomme. Da kann ich mich jetzt, glaube ich, durch die Gegend schwingen. Oh, dass hier immer so kleinen Kanten hängen bleibt. Das ist schlimm mit dem. Schlimm mit dem Jungen.
Und dann werde ich hier auch gleich noch versuchen, eventuell. Es könnte natürlich ein bisschen schwerer werden. Aber ich habe da doch, ja, ich glaube, ich werde es mal versuchen dann. Und zwar das eine Gerät. Das eine Gerät hier kaputt zu machen. Aber erstmal würde ich gucken, wie komme ich da. Wie war das gleich? Ah, hier war das, ja. Genau, hier war das. Ja, nicht so ganz. Wie komme ich denn darüber? Da muss ich mich auch irgendwo fallen lassen, ne? Oh, ich habe sowieso nicht ausgewählt und so, aber... ja, gut. Okay, das hat sich erledigt. Ich weiß, wie ich dahin komme. Mal immer dieses ewige Rumspringen, weil ich mal viel zu hektisch bin, aber... Ja, aber egal. Ich habe hier noch so zwei, drei Sachen halt zu erledigen. So, runter da. Rüber da. So, war das hier? Ich weiß jetzt gar nicht, ob es hier war. Ja doch, muss ja hier gewesen sein. So, sehr schön. Haben wir da schon mal die Truhe? Und dann muss ich halt mich halt von da, da drüben rüber schwingen. Vielleicht schaffe ich es auch schon von hier, das wäre natürlich super geil. Aber wohl eher nicht so, mal toll. Ja genau, mal toll, ey. Voll die krasse Kombi. Mal sehen, was haben wir denn gerade so gekriegt? Ich will ja auch mal mein Gerätschaft hier noch weiter aufpimpern. Einfach weil ich es kann. Frostschaden und hier und da. Ach ja, das ist die Herausforderung. Okay, probieren wir jetzt einfach mal. Hauen wir doch wenigstens die einen Armklingen da rein. Die da. So, was machen wir denn höher? Machen wir mal noch Kraft dazu. Das finde ich immer ganz praktisch. Aber okay. Laufen wir noch mal ein bisschen sinnlos durch die Gegend. Ist jetzt nicht allzu interessant, aber das ist halt jetzt noch die Abfarmarbeit. Ich gehe hier nicht weg, ehe ich nicht die letzte Seite des Buchs der Toten habe. Das kann ich euch schon mal versprechen. Das kann ich euch versprechen, kann ich euch das. So. Dann kletter ich nochmal da. Kann ich gar nicht hochklettern, oder? Kann ich gar nicht hochklettern. Was mache ich denn da? Was mache ich denn dann da? Ja, nee, warte mal. Dann würde ich doch gerne dahin, genau, da wollte ich hin. Na, ich gehe nochmal hier rüber. Und gucke nochmal, was hier so war. Es ist schon wieder so lange her, dass ich hier war. Aber irgendwas wird hier noch wohl gehen. Irgendwas. Genau, da wollte ich hin. Das war es. Dann komme ich da auch direkt rüber. So. Ich meine, ich bin doch schon, glaube ich, mal von da dann hier so rüber gesprungen, aber habe ich ja gerade nicht geschafft, also. Ne. Und dann darf ich da gleich nochmal hochklettern. Aber erstmal gucken, was wir für eine Sense gekriegt haben. Ja, jetzt nicht so gut. Ja, wie auch immer, egal, ich würde es sowieso darauf packen. Und ich meine, die besessenen Waffen, die werde ich sowieso irgendwann in bessere besessene Waffen reinhauen. Das ist einfach so. Aber deshalb pumpe ich die jetzt trotzdem vorher voll, weil ich es kann und so. Also. Aber jetzt will ich noch mal was Bestimmtes tun. Und zwar will ich hier den Ronhold, war das, glaube ich, der hier war. Die haben ja Fontane Aufträge gekriegt, so eine Viecher zu besiegen. Und da würde ich jetzt gerne hier den Ronhold besiegen. Der ist zwar, glaube ich, ziemlich schwer zu besiegen, vor allem weil der ein paar Stufen über mir ist. Und ich wollte es halt am Anfang noch gar nicht machen, ist ja klar. Aber ich dachte mir, jetzt könnte ich das mal so versuchen. Mal gucken, wie weit wir halt kommen. 5 Lebenstränke habe ich, glaube ich. Der hat natürlich auch so 2-3 nervige Fähigkeiten, soweit ich das noch weiß. War das hier? Ja, hier runter. Hier runter war das. Da waren noch so ein paar nervige Sachen auf jeden Fall bei dem. Aber ja. So. Und da hinten dürfte jetzt auch schon auf uns warten. Irgendwo. Oder auch nicht. Doch, wollte gerade sagen. Ich wollte ja schon sagen. Der ist, glaube ich, Level 15 oder sowas. Fetter Ronhold, ey.
Aber den würde ich jetzt gerne mal versuchen. Also ich weiß gar nicht, welche Stufe der ist, aber die Waffe, die man von dem kriegt, kann man dann erst ab Stufe 15, glaube ich, benutzen. So war das. Oh, ich hasse sowas einfach nur. Natürlich habe ich nur einen Lebenstrank. Ich dachte, ich hätte mehr, aber ja, klar. Lass mich in Ruhe. Lass mich einfach in Ruhe. Weißt du was? Lass mich in Ruhe. Mehr habe ich dazu nicht zu sagen. So, ich wollte gerade mal einfach nur einen Zorntrank nehmen. Damit ich diesen und so machen kann. Dann natürlich nochmal kurz ein bisschen näher ran, damit wir... Oh geil, jetzt kriegt der theoretisch Feuerschaden von denen. Er braucht mehr Zorn. Und ich springe natürlich direkt rein, ich bin sehr schlau. Zorntrank. Ja, das erfordert die höchste Konzentration. Nicht genug Zorn, genau. Noch mehr Zorn. Aber erstmal hier ein bisschen Schlangen, damit wir ein bisschen Leben kriegen. Oh, jetzt schnell weg. Wow, wow, wow. Dieser Typ auf jeden Fall. Ah, oh, jetzt befreit dich. Lebenstrank nehmen auf jeden Fall. Ich probiere mal kurz. Erstmal hätte ich genug Zorn. Jetzt aber. Vor allem immer so lange, bis er mich trifft, aber auch wirklich. Ist ja schlimm das Ganze. Jetzt fokussiere dich auf die da. Ich guck mal kurz, ob ich in der Truhe vielleicht irgendwie Lebenstrank tue. Das wäre sehr geil. Ja, sehr schön. Sowas wollte ich haben. Wow, er hat mich erwischt. Jetzt wieder mal so ein bisschen. Wow, das macht gar keinen Damage. Da bin ich ja sehr erleichtert. So, dann probieren wir jetzt nochmal diesen hier. Und machen mal diesen da. Ich meine, verbrennt er und putzelt da ein bisschen. Das ist ja sehr praktisch. Und ich meine, die Hälfte des Lebens war ich ja schon weg, also... Läuft auf jeden Fall... Also, von ihm ist weg, bei mir wahrscheinlich auch, aber... Läuft auf jeden Fall besser als erwartet. Ah, hätte ich mal nichts zu sagen, denn genau dann wird es nämlich schlecht. Verdammt, den Lebenstrank wollte ich gar nicht nehmen, ich wollte den Zorntrank nehmen. Ah, das ist jetzt blöd gelaufen. Nein, 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 schnell los, 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 los. Lass mich los, du Penner. Ja, so, und jetzt wird es langsam schlechter. Oh, oh, sehr viel schlechter. Aber ich brauche Leben. Und, nein, 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 nein. Ah, verdammt. Ich hasse es. Weil manchmal zieht mir das Leben ab, manchmal nicht. Oh, weißt du was? Weißt du was? Auf die Fresse. Das wird auch wenigstens mal ein bisschen Damage machen. Ja, genau, weißt du, da macht er mich in der Reaper-Gestalt fertig. Oh, ich konnte ihn finishen. Boah, geil. Das war mehr als Glück. Das war super viel Glück, aber geschafft. Ach, wusste ich doch, war doch einfach. Jetzt haben wir den Ronald-Hammer. Super geil. Viel Leben haben wir ja nicht mehr. Oh, gut. Also, das ist besser gelaufen als erwartet. Ich hätte nämlich nicht gedacht, dass ich das beim ersten Mal schaffe. Haben wir jetzt gekriegt hier den... Oh, besessene Handschuhe. Oh, geil. Besessene Handschuhe sind immer gut. Hier Ronald-Hammer. Oh, kann ja Stufe zählen. Ich dachte... Okay. Ja, könnte ich ja benutzen. Stärkebonus. Komm, ziehen wir den mal an. Was haben wir hier? Neues. Nee. Nee, ich glaube, die haue ich jetzt mal in die Handschuhe rein. So. Nee, die finde ich schon ziemlich geil. Also die wilden Armklingen kommen. Ist ja egal. Also was haben wir noch? Kritischer Schaden. Machen wir einen kritischen Schaden hoch.